Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Euro Truck Simulator 2 im Multiplayer. Heute mit dabei der gute Bloodtracken. Servus. Und als Talkgast haben wir unseren lieben Tommy. Grüß euch. Jo, Platti, wo willst du hinfahren? Also ich fahre jetzt gerade auf die Landstraße Richtung meiner Abholschütze. Gut. Ich fahre hier von Helsingburg nach Aalburg und treffen uns hoffentlich in Friedrichshafen. Ja, und schon hast du meine Ankunftsziel genannt. Jo, genau. Ich grüße, wie gesagt, auch alle und ich grüße auch nochmal den Uwe hier mit. Das wollte ich eigentlich gar nicht mehr machen, oder? Ist egal. Irgendwie waren wir so verletzt auf dem Damme. Ne, jetzt hab ich's wieder gemacht. Also, Uwe, grüß dich. Man kann nie genug grüßen. Das stimmt. Genau. Sei gegrüßt. So, die letzte Tour mit unserem lieben Pascal ist ja, also von meiner Seite her, sehr gut gelaufen. Als er gleich eine ganze Stunde zusammengekommen ist, hätte ich nicht gedacht. Aber okay. Ja, wie gesagt, ich fahre von Örebrüll nach Friedrichshafen und will mir versuchen, dann dort mit dem Starving zu treffen. Also ich will erstmal zu meiner Abholstation fahren. Die ist wieder mal außerhalb, also ist es wieder meine eine Kiesgrube kann es nicht sein, weil es ist ja eigentlich IKEA. Also IKEA. Hm. Und was ich transportiere, ist immer Oras Nahrung. Und was fährst denn du eigentlich? Starving. Ja, das hole ich jetzt gerade ab. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich mir ausgesucht habe. Schöne Vorbereitung, gerade für den Arsch. Ach, Quatsch. Altkunststoffverpackung fahre ich. 9 Tonnen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und Tommy, der fährt als Beifahrer. Ja, mal sehen, bei wem. So, hier muss ich runter. So. Ja, Tommy hat leider festgestellt, dass ich nicht geblinkt habe im letzten. Was? Ja. Boah, ist ein Kreisverkehr raus ist. So, das stimmt, habe ich nicht noch. So ein böser Bub. Ja. Habe ich auch noch gesagt, hat keiner gesehen, oder? Ja, ey. Den habe ich ja geschrieben, dass ich es gesehen habe. Herrlich. Ist gut. Jo, und der Uwe hat ein Hund hat auch noch drin kommentiert und zwar haben wir uns ja unterhalten. Zwecks, wie war denn das? Zwecks vor. Ja, wegen Strafe, wegen Lenkzeitüberschreitung, ne? Irgendwie war das so Richtung. Ja, das war Lenkzeitüberschreitung mit drin. Ja, hat das auch ein bisschen über den 1.19er Wetterpatch mich unterhalten. Dann hattet ihr. Was man im ETS so vielleicht noch hinzukommen könnte. Sowas. Genau, was wir uns denn so wünschen würden. Und so, ist ja einiges zusammengekommen und sehr interessante Sachen dabei. So. Ich bin bei IKEA, ich nenne es einfach IKEA jetzt, Ruhe jetzt, ja. Mann. Und das Darwin und ich hatten. 1.19er schon gezählt hatten. Kannst du sogar nicht nur das, was ich aufgezählt habe. Nein. Du kannst sogar das Navi im LKW die Karte vom Navi vergrößern, verkleinern und sogar komplett das Navi ausstellen. Also sprich, dass dann das Navi direkt im Fahrerhaus integriert drin ist, dann. Ja, manche haben das ja standardmäßig schon, ne? Wie der DAF Euro 6, der MP4 und noch ein paar, die haben ja gleich in der Ausstattung das Navi mit drin. Mhm. Und das kannst du dann einstellen, wie groß du halt die Karte haben willst, wie klein oder ob das Navi sogar komplett raus haben willst. Cool, als wenn es auch so ist, Monitor dann schwarz. Ach genau, jetzt weiß ich auch noch mit dem Pascal habe ich ja noch ein Projekt vor in ETS 2 Multiplayer und zwar wollen wir mal das Navi ganz ausschalten und wollen einfach mal nur nach Karte fahren beziehungsweise nur nach Schildern. Okay.
Also sprich, wenn man gar kein Navi hat, ne, hat man ja meistens eigentlich nicht. Gerade als Privatperson, wenn man nicht gerade ein Smartphone hat oder ein Navi direkt im Auto hat oder ein Sechser gekauft hat, dann fährt man ja auch meistens nach Karte, so nach guten alten Zeiten. Und da hat mich der Pascal letztens drauf gebracht, dass man das doch eigentlich mal wieder so machen könnte. Also mal generell mal so ohne Karte, also ohne Navi, wäre eigentlich ganz cool, weil hat er nicht jeder mal, oder? Also im LKW. Weil das Navi, was es jetzt anzeigt, mindestens bei mir, ist ja nur in Spielhilfe, ne? Da kein integriertes immer im LKW. So. Ich mach da noch jemand mit, schauen wir mal. Aber zumindest sind das dann. Ist das dann Ausdruck? Nee, ja, das nicht, Navi, aus, das nicht, die, nicht die Karte ausdrucken, sondern direkt im Spiel mit der Ingame-Karte. Ja, da musst du aber vorher anmelden. Naja? Da brauchst du halt eine Möglichkeit. Naja, da musst du eben vorher anhalten. Das ist doch im realen Leben genauso. Du musst dich auch anhalten, wenn du die Karte gucken willst. Allein. Im Multiplayer, im Singleplayer, das ist einfach mal. Dass du eben mal Dings drückst. MSWM? Da hab ich einen Faden verloren. Dass du, dass du eine Taste drückst und dann hast du die. Ja, normal, wenn du die M-Taste drückst, im Singleplayer, bist du ja sofort auf der Karte. No? Und im Multiplayer sagt der jetzt erstmal. Nö, nö. Das ist ja klar. So ist ja. Ich meine, ist ja richtig so. Man soll ja auch anhalten, um die Karte zu gucken, ne? Also, während der Fahrt ist man sich ein bisschen dämlich und lässt sich auch ganz blöd fahren. Und kann zu Unfällen führen. Ja, also, genauso wie wenn du aufs Handy guckst. Genauso ist das, ne? Und, deswegen ist das schon ganz gut. Nee, also das hab ich mal vor und deswegen skill ich auch auf Fernfahrten, weil dann hat es nämlich auch einen richtigen besseren Feeling, wenn du dann anhand Karten fährst. Ja, das glaube ich. Und wird dann richtig spannend dann zum Schluss. Also ja, ich freue mich schon. Da auch Grafik einstellen, siehst du die Schütte eigentlich auch ganz gut. Jo. Deine wird auch besser sein dann. Nee, nicht unbedingt. Ja, ich denke mal, Leute wundern sich jetzt, warum ich hier nur mit euch rede und nicht mitfahre und keine Aufnahmen mache. Das liegt daran, dass ich ein bisschen technischer Probleme habe. Grund ist, ich hatte mir einen Computer gekauft, kam dann auch an, alles wunderbar, wollte spielen, Neustart. Und das jedes Mal, das habe ich mir in Support, dann habe ich mir in Support geschrieben, da hat er gedacht, es liegt an den CPUs, aber die sind es nicht, und du musst dich zur Reparatur einschicken. Deswegen setze ich wieder am alten Rechner und der ist kurz davor, einen Geist aufzugeben. Deswegen kann ich da hier keine Aufnahmen vorerst machen. Erst wieder, wenn der Computer einmal frei wieder da ist. Nur, das klingt doch gut und das wurde, denke ich mal. Und die Qualität wird dann auch anders sein. Paar Tagen. Nur in den nächsten paar Tagen wird es dann soweit sein. Hupi. So, Starving, ich habe auch von Pascal übrigens gehört, dass du ein tierisches Problem gehabt hast mit jemandem hier im Multiplayer-Game wegen unserer Firmenlogo. Also Lackierung. Nein, es war nicht die Firmenlackierung. Es war eine andere Lackierung, die ich privat drauf hatte. Und zwar auf einem, ja, auf dem privaten Spielstand. Und derjenige, also es war lustig, wir haben uns auf der Autobahn getroffen, er hinter mir. Fährt an mir vorbei und meint erstmal LOL, mi Lackierung, also seine Lackierung. Hm? Da habe ich mir gedacht, ja, ist doch kein Problem. Haben wir eben was gefunden, was uns irgendwie beide passt, obwohl wir uns gar nicht kennen. Kurze Zeit ist er von mir hergefahren und dann meinte er, langsamer zu werden. Da dachte ich, okay, nutze ich das und überhole. Und dann zieht er dann voll nach links
und haut mich in die Mittelleitplanke und das war's dann. Also es war nichts mit unserer Firmenlackierung, sondern es war eine private Lackierung. Ach so. Okay. Und deswegen, also wegen der Lackierung, dann jemanden zu schaden, das finde ich total kindisch und total überflüssig. Also muss nicht sein. Es ist auch immerhin noch ein freies Spiel und es gehört niemandem eine Lizenz von irgendeiner Lackierung, gehört immer noch demjenigen Hersteller. Und ist dann für jeden frei zugänglich, wenn man sie bezahlt und demzufolge darf man die auch nutzen, wie man sie möchte. Wenn jemand die als Firmenlogo oder als Firmen sozusagen Lackierung hat, ist doch schön, wenn jemand damit rumfährt, ist auch nicht schlecht, ist immer eine Werbung für die. Und ja, also ich dachte schon wegen unserem Firmenlackierung, dass es da Probleme gab. Nö, es war nichts wegen unserem schönen Drachen, den ich ja leider noch nicht drauf habe. Ich bin ja jetzt erst in der dritten Folge mit der Pink-Lackierung. Wird Zeit, dass ich die loswerde. Aber Bloody, du könntest ja, da du ja Level 12 bist, sogar das große Führerhaus kaufen. Aber du willst den immer den Scanner Steam lernen. Hm? Genau so ist das. Also ich fahre mein LKW noch so lange, bis ich das Kohle zusammen habe, um den ganz großen Scania LKW mir dann zu holen, also mindestens die Leveltechnisch dann so weit zu holen, den 6x4x2. Die mir dann da Uwe empfohlen hat. Und freue mich schon drauf. Ich fahr gerade so schnell. Und stimmt. Also ich habe 77.000 zusammen und ich brauche noch ein bisschen Geld und ich will mal keinen Kredit nehmen. Also ich will mal die ganze Kohle jetzt auch fahren, weil hinterher muss ich sowieso beim Kredit wieder abzahlen und demzufolge. Allein unsere Lackierung kostet schon 50.000. Genau so ist das. So. Ja gut, es gibt die Möglichkeit, dass du deine Entzahlung gibst. Naja, das bringt das ganze Spiel raus. Hm, ich weiß schon. Ja, klar. Bringt nicht ganz so viel. Aber du musst halt auch nicht ganz so viel bezahlen. Nee, ich hab ja schon mal geguckt, also im Offline, was mich dann die ganze Sache da Tausch kosten würde, meine Zahlung geben und den anderen mitnehmen. Also ich muss ungefähr noch mal knapp 70.000 ungefähr nochmal zusammen fahren und dann könnte ich mir zumindest schon fast leisten. Ohne Lackierung, oder? Ohne Lackierung erstmal, sag mal. Also alles ohne Lackierung, nur rein sind LKW. Und das ist ja schon mal viel wert und der Rest ist dann auch, wenn ich einen großen LKW noch habe, ist der Rest dann einfach dann nur aufrüstungstechnisch dann Geld zusammenfahren und dann... Also wenn ich mein letztes Strom Kupfer habe, müsste ich sogar noch im Minus sein. Möglich. Natürlich ohne Kredit. Weil ich hatte ja für die eine Reparatur, wo ich da die 50% Schaden hatte, habe ich ja 40.000 hingelegt. Oh ja, das kenne ich. So, zumindest vor ist heute mal nicht wie betrunken. Also, das ist heute mal kein Livestream. Kein Livestream, wo live ist auch nicht. Nee. So, 308 Kilometer inklusive Fähre. Da bin ich ja weit eher da als du. Buah. Naja, dann ist es ja nicht so schlimm. Das letzte Mal habe ich zumindest mal Autos gefahren, ne? Also haben wir eine ganze Fracht Autos. Und es waren, was ich gesehen habe, von der Form her waren es Skodas. Nur die haben eben nicht die Lizenz von Skoda, also dürfen sie auch die Zeichen nicht dran verwenden. Auch von der Form her. Die heißen dann Scout. Ne, genau. Mhm. Aber von der Form her waren es Skodas gewesen. Hat man genau gesehen. Diejenigen, die ich spiele mit Auto auskennen, die wissen das so. Auto, was ist das? Ich fahre nur LKW. ich fahre auch ab und zu mein Auto, ne? Also eigentlich jeden Tag. Stimmt, jeden Tag eigentlich. Ne, nicht eigentlich, ich fahre jeden Tag. Ab und zu mal das Wochenende mal nicht, aber umsonst in letzter Zeit eigentlich jeden Tag. Mann. Ich will nicht wissen, wie viel Kilometer man schrubbt, wenn man sobald man das erste Auto hat. Bestimmt schon. Ja, kommt doch rein, ob der gebraucht oder neu.
das ist erstmal egal. Du fährst da generell von Anfang an immer mit jedem Auto, egal ich weiß nicht, was du jetzt hast, immer Kilometer. Und die gesamten Kilometer, halt die Kilometer, die du gefahren bist, insgesamt in allen Autos mal zusammenrechnen und du weißt, was du seit dem Führerschein hast, generell schon gefahren bist. Also ich müsste eigentlich schon auf gute 100.000 kommen fast. Mindestens. Nee, sogar noch mehr. Jo, definitiv, müsste schon viel mehr sein. Hab mir immerhin schon seit über 10 Jahren. Ihr seid so stille heute. Ja, wenn du die ganze Zeit laberst, brauchen wir nicht zu reden, oder? Da kommen ja gar nicht zum Reden. Ja, gell? Gut, dann richte ich mal das Wort an euch. Na jo. Ja, ich war kein Auto, also ich hab da keine Ahnung. Ich weiß aber von meinem Onkel, der hat ein geleastes, von der Firma aus. Und weil der auf Montage immer mal überall hinfährt. Und da kriegt ich schon nochmal. Da kriegt das meist 2 Jahre. Und darf nicht über 50.000 oder sowas kommen. Was natürlich schwierig ist, wenn man gerade mit dem PKW nach Bulgarien oder so hinfahren muss. Wir sind schon mal 1000 Kilometer weg. Allein für die Hinfahrt. Stimmt, das ist schon ziemlich viel. Heute ist Schweigender Lämmer Teil 1. Morgen kommt Teil 2. Nee, ist halt. Für ihn privat lohnt sich's nicht, sich ein Auto zu holen. Weil das würde sich nur kaputt stehen, weil jedes Mal mit dem Firmenwagen unterwegs wäre. Ja. Also, das wäre definitiv nicht. Na, da jetzt ein Abkommen mit der Firma und passt das schon. Na, geht's doch. Nur meistens ist dann mehr runter, wie im Leasingvertrag steht. Und da die Firma ja nur liest, eigentlich wird es, dass die Firma billiger wegkommt, wenn sie für ihn separat eins kaufen würden. Wenn der Vertrag ist, dann mindestens so viel runter. Ist dann den Preis schon gekauft in der Tasche jetzt. Ja, der ist zum Beispiel jetzt ist er in Polen und dann muss er noch nach Tschechien. Das liegt zwar auf einem Weg momentan, aber wenn dann der Chef anruft, ja, fahren wir nach München, ja, liegt ja eigentlich gleich um die Ecke, laut Chef, laut Karte, ja, dann fahren wir von Polen nach München. Das ist doch verdattelt. Deswegen, weil es gibt Wochen, da ist er überhaupt nicht. Also kommt er zwischendurch gar nicht nach Hause. Und es gibt halt Wochen, da ist er in der Firma und da ist er jeden Tag daheim. Jeden Abend. Oh, es ist eben mal so und mal so. Ne? Also ich bin froh, jeden Tag zu Hause zu sein, bei meiner Familie. Und ich könnte es nicht so. Also allzu lange wegbleiben könnte ich ohne. Ich bin jetzt zwar auch dann im November mal 3 Tage nicht zu Hause. Also mindestens 2 Tage gar nicht. Und das sehe ich meine Tochter auch. Ich denke bestimmt 3 Tage nicht. Ach du Gott. Wieder vorbei. Ach du Gott. Ich schaff's aber immer wieder. Ich schaff's immer wieder, naja. Ich hab mich gerade festgequatscht hier. Und du hast ein Problem. Naja. Na gut, fährt die Umleitung. Sorry, jetzt bist du dran, weil jetzt hab ich gequatscht. Ja, das stimmt. Ja, was soll ich sagen? Führerschein technisch hab ich nichts. Hatte nie die Chance oder die Gelegenheit, den Führerschein zu machen. Ich hab auch keinen Flipper. Also mit meinem LKW. Oh. Meine virtuelle Flappe sozusagen. Nur genau.
Aber das wäre auch mal cool, ja, als kleinen Gag oder so. Im ETS zum Beispiel, bevor man hier generell eine Karriere anfängt, erstmal eine kleine Vorprüfung machen mit dem LKW, mit rückwärts einparken, mit Sattel und rückwärts ausparken. Meinst du, beim Standard Driver? Genau, so ähnlich. So ähnlich. So, jetzt darf ich die Abfahrt nicht verpassen, sonst hab ich schon Zapfen. Geht ja gar nicht weiter. Das ist doof. Genau das meine ich. Wir hätten hier zum Beispiel hier weiterfahren lassen können und dann, keine Ahnung, auf den Feldweg zum Schluss umleiten oder sowas. Ja, das ärgert mich auch zwischendurch immer mal. Wenn die hier mit den Absperren. Das könnten sie wirklich mal ein bisschen umändern. Weil selbst im Singleplayer waren ja in der Absperrung die KIs lang. Da kannst du nicht fahren wie im Multiplayer. Einfach, ah, okay, da ist eine Absperrung, da brauchst du, das kann ich gucken. Kann nichts kommen. Aber blink, wenn du da im Singleplayer fährst, dann kann es mal schnell passieren, dass da eine KI kommt und dich von der Vorbahn versucht zu haben. Da habe ich, wo ich im. Ich habe auch die den Map-Mod drin, den einen. Den der Uwe drin hat. Den, oder okay. Wie heißt der? Die TSM-Map. Und das ist mir passiert, bin ich vom Gelände runter. Bin wirklich geguckt, ja, der hält an, okay, da und drei Trauern. Fahre los. Auf einmal gibt der vor rechts Gas. Man hat mir vorhin einen LKW reingestopft, natürlich bezahlen. 500 Regen. Na klasse. Das ist natürlich harte. Also deswegen, wie gesagt, ich finde, dass die Absperrungen könnten sie wegmachen oder dann generell bei der Baustelle direkt Schild hinmachen, da braucht keiner durch. Oder dann halt die Wege dann eben zu einer zu einem Feldweg machen. Weißt du? Also es ist ja nicht ohne Grund die Absperrung dort und da gibt es das eben nach wo hier ist die Straße zu Ende und machen wir halt einen Feldweg draus. Und irgendwann ist der Feldweg zu Ende und dann gibt es eben eine Wendestelle. Zum Beispiel. Oder ein Riesenkrater, weil wegen Baustelle und so. Und dann eben rückwärts wieder rausfahren und keine Ahnung, also so in die Richtung ist, ne? Ja. Naja, lass uns mal überraschen. Hat zumindest noch sehr viel Potenzial. Oh, die ist noch gelb. Ja. Macht man eigentlich gar nicht. Was denn jetzt schon? Bei gelb drüber fahren? Das war rot. Ich hab grad angehalten. Mann. Komm ja grün. Irgendwie ganz allein unterwegs, so viel ohne. Ist ja sofort kam sowas. Aber ganz alleine nicht. Auch wenn wir da in Anführungsstrichen mit dir mit. Nur grad auf der anderen Seite. Naja, eben das Funkgerät funktioniert eben noch. Die Ampel kann man umschalten. Das kann doch nicht sein, ja. Kauf dir eine Fernbedienung, dann kannst du vielleicht umschalten. Also kennst du jetzt die normalen elektrischen Autos, mit denen du da hier rumfahren kannst? Aus deiner Kindheit bestimmt noch. Da war ich immer so Fan von. Bin natürlich rumgegrüßt. Bin dann an der Garage vorbeigefahren. Bin nebenbei auch gelaufen. Bei einmal hat sich das Garagentor geöffnet. Okay. Geschlossen. Das habe ich alles.
habe ich alles mit der Fernbedienung. Weil es auf derselben Frequenz war. Lol. Cool. Ich hätte sozusagen in die Garage einbrechen können, ohne dass wir mitkriegt. Sag mal, du doofe Ampel, jetzt schalt endlich um hier. Geht doch. Ja. Ja, ist schon. Wenn du an einer roten Ampel stehst, das ist schon manchmal nervig. Aber wenn du eine schöne grüne Welle hast, dann. Das ist für die anderen mit nervig, die warten müssen. Also das ist nur... Kann dir... Gibt es... Das stimmt. Das ist schneller. So, ist grün. Und dein LKW ist auch grün. Hm. Eigentlich müsstest du fahren dürfen, du hast einen grünen LKW. Als Kind habe ich immer gedacht, wenn man ein rotes Nummernschild hat, darf man auch bei Rot rüberfahren. Okay. Na, wir hatten ja damals. War ich 4 oder so. Und mein 12er ein Auto gekauft und. Hat er jetzt rote Nummernschild dran gehabt. Ich hab immer gedacht, er darf damit bei Rot fahren. Weil er rot ist ein Nummernschild, oder? Aber dem war nicht so. Hab ich schon später herausgefunden. Ja, okay. wenn man klein ist, da ist man noch klein und naiv und sowas. Ladi, wie weit hast du es noch bis Friedrichshafen? Ich hab noch 120 Kilometer. Müsstest du eigentlich schon fast am Hafen sein, eigentlich? Fast ungefähr, nur fast. Ja. Wenn nicht irgendeiner kommt und wird einen Trailer mit auf die Fahrbahn stellen. So. Jetzt hätte ich die Abfahrt wieder fast verpasst. Man sollte mein Handy nicht in der Hand nehmen, gibt's noch sowas. Ja, ja. Ach Mensch, ist das schlimm hier. Ganz, ganz schlechtes Vorbild. Ja, ja. Das Problem war nicht. So. Ach, ja. Hab ja da noch was aus. So, heute ist mal, wie gesagt, Aufnahme der stillen Geister. Ah, da kommt was Grünes mit einem IK-Aufhänger. Und es ist Blood Dragon. Jo, der eiert so rum hier. Was? Jetzt, ja, siehst du mich jetzt schön. Flycam. Paparazzi. Die Paparazzi-Kamera. Ich hab eine Errungenschaft, Tourist 11 von 26. Wenn du in allen 26 Städten warst da oben, dann hast du die Errungenschaft freigeschalten komplett. Jetzt ist es genauso wie hier. Hier wäre ich zum Beispiel, hätte ich jetzt auf der Geradeausspur geblieben, dann müsste ich jetzt hier geradeaus fahren.
eigentlich, ne? Eigentlich gibt es nicht. Aber ist ja nicht, geht nicht. Oder voll hier vorne gegen das Sperrschild fahren und dann oder das Bumm machen und was soll umfallen. Oder Schaden am LKW und ja. Ne? Also da hätte sie auch sagen können, okay, da fahren wir eben in die Stadt rein, kleine Wendestelle hier hinten wieder zurückfahren. Oder du bist super Wender und hast keinen Wendekreis wie ein LKW. So. Da ist der kleine Kreis mit dem LKW, sondern sofort beachten, theoretisch, ne? Also deswegen halte ich auch an. Also ich finde diese, ne, ich finde diese Sperrschild-Dings hier total so ein. Ja, Kuckuck. Aber Singleplayer musste da wirklich die Vorfahrt beachten. Weil da, wo die Sperrkreuze sind, können immer noch die KIs langkommen. Der BDLI Starving German 1759, was, so spät schon? Nee, so spät ist noch nicht. Ist schon später. So, Starving, ich lasse den Vortritt. Quatsch, komm, fahr, ich hab schon die ganze Zeit gewartet, komm, das kann ich jetzt auch noch warten. So, du hast noch eine Minute Ruhepause, sagst du klar. Also ihn würde ich auf alle Fälle sehr begrüßen, wenn die im nächsten ETS-Teil sozusagen wie im Singleplayer und im Multiplayer auch die Ruhepausen reinnehmen würden. Ja, die sind ja rein theopraktisch, sind ja mit drin. Nur, ja, die Reaktion ist halt extrem langsam. Das heißt, du kannst die angegebenen 11 Stunden. Keine Ahnung, wie viele Tage hintereinander fahren. Da hab ich mir nämlich ausgerechnet. Muss ich abgeben nebenbei. Sobald du zum Beispiel dich in eine Werkstatt teleportieren lässt, also abschleppen lässt, dann wird dein Bett ein Stück blauer. Ist mir aufgefallen. Nur das stimmt. Das stimmt, das hab ich auch schon festgestellt. So, und dann wollen wir hier mal 8 abgeben. Und dann mal hoffen. Weil im Singleplayer geht ja die Zeit ganz anders. Deswegen hast du einen Multiplayer. Wenn ich jetzt deswegen hast du im Multiplayer Abholzeiten, also die Zeit hast in einer Aktion von über 1000 Stunden. Stimmt, das ist immer bewundert. Und generell nicht nur Abholzeiten, sondern auch Anlieferungszeiten sind ziemlich hochgesetzt. Nicht wirklich. Die Ablieferungszeiten sind eigentlich im Maße, wie es im Singleplayer ist. Nur dadurch, dass du, wenn du mit der Fähre im Multiplayer fährst, verlierst du keine Zeit. Deswegen bleibt die Zahl so hoch. Weil normalerweise, wenn du mit der Fähre fährst, vergehen dann die Zeit, die unten bei der Fähre steht, zum Beispiel 19 Stunden, die vergehen dann wirklich im Singleplayer. Mhm. Deswegen, was ja im Multiplayer nicht passiert. Das bedeutet auch, du kannst im Multiplayer schlafen, ohne, also nachts schlafen, ohne dass es Tag wird. Aha, okay. Man lernt nie aus. So, es fehlt nicht mehr viel. Es fehlen noch ungefähr 370 Punkte und schon habe ich dann das nächste Level erreicht. Und selbst wenn dich alle findest, steht ja da, wie lange es eigentlich war. Die Abschleppzeit. Manchmal eine Stunde, manchmal eine Stunde länger. Fangt immer auf, wenn man sich abschleppt. Und die Zeit wird im Singleplayer dann auch abgezogen. Im Multiplayer nicht. Im Multiplayer bleibt die konstante Zeit. Weil ja im Multiplayer die Zeit auf alle Spieler angepasst sind, nicht auf jeden einzelnen.
Bau du voraus, ich fahr da hinterher, weil ich hab keine Fahrt bis rüber. Okay. Hätte jetzt nach Norwegen können jetzt fahren, aber... Ah, genau, Schulterblicke vergessen. Perfekt. Das heißt, wenn du fast Level 13 bist, darf ich ja dann, wenn man Rechner endlich da ist, einen Begriff zurück. Das ist so zu sagen, ne? Wenn ich immer noch Level 12 bin. Weiß ich. Aber Starling, was mich wundert, dass du 2 Punkte zu vergeben hast. Wo du auch Level 12 warst. Ich habe beim ab Level 10 nicht weitergemacht gehabt mit den Punkten. Weil ich weiß noch, dass wir gemeinsam einen vergeben haben. Ja, da habe ich. Wo wir alle zusammen waren. Den habe ich wohl vergessen gehabt, zu selektieren. Aber, also dass er dann. Das kann auch möglich sein. Oder wo ihr dein Spiel abgestürzt war. Ja, das kann nämlich gut sein, dass das da der Fall war. Weil trotzdem auch ein Spielabsturz drin. Ich auch noch. Na gut, zumindest sind die Punkte jetzt verteilt. Ja, dann muss ich mich dann noch an euch anpassen. Ja, im Grunde genommen ist es ja nicht schwer, weil ich lege eigentlich die Punkte schon fast voraus. Ja, fast. Naja, ich habe ja gesagt, ich gehe ja auf Fernfahrten. Für mich. Weil es ja ganz einfach durch die Strecken mehr Geld gibt. Und beide Fahre zwar, aber dann tue ich eben dann an jedem Tag dann eben 2 oder 3 Folgen raushauen in verschiedenen Zeiten. Für mich jetzt. Also bei mir bleibt trotzdem eine Folge mittwochs und dann tue ich dann eben die Sache eben dann halt halbieren oder dann Bimmer halbieren oder so. Ja, das so machen, dass man ja jetzt alle über Level 12 sind, also Level 12 haben. Wir da unsere Punkte verteilen, wie wir lustig sind. Weil ab Level 41 oder so ist das, glaube ich. Sind ja dann ist ja alles wirklich. Ja. Okay. Zeigen dann die Level trotzdem weiter, oder? Ja, Level kriegst du weiter, du kriegst nur, hast nur keine Punkte mehr. Du steigst zwar im Level noch immer höher, nur kriegst du keine Fähigkeitspunkte mehr. Okay. Weil du alles voll geskillt hast. Okay. Und was willst du dann noch mit Fähigkeitspunkten, wenn du da eh nichts mehr skillen kannst? Naja, wer weiß, vielleicht kommt da mal irgendwann mal noch was. Na, wer weiß. Vielleicht nehmen sie noch eine Fähigkeit dazu. Könnte es da eigentlich noch geben? Lass uns mal spekulieren. Was könnte es denn da, also was könnte man denn da noch einbauen an Fähigkeiten? Puh. Schwerer Fahrer, irgendwie Reifenabnutzung oder sowas. Du weißt ja noch. Als Fähigkeit, meinst du? Also, ja, dass du das skillen kannst? Dass halt die Reifenabnutzung, wenn ich es geskillt habe, nicht mehr ganz so stark ist. Aber das fand dann auch maximal wieder nur 6 Fähigkeitspunkte extra. Dann ist er aber doch erhöht. Macht ja nicht. Denk dran, umso höher du ein Level kommst, umso mehr Erfahrungspunkte musst du hier sammeln. Ja, klar. Und wenn du dann 1000 Kilometer fährst, kriegst du auch mal. Wenn du mit ausgezeichnet abschließt, deine 1000 Erfahrungspunkte. Wie viele Kilometer musst du nur noch fahren, Starving? 63. Gut. Ja, ist ja klar, um die Ecke sind wir noch 6 Minuten. Ach ja, und Starving, ich gebe die Folge genau an dem Mittwoch frei, ne, der dann sozusagen kommt, ne? Also wenn es wieder nicht früh im neuen Mittwoch da erscheint, weißt du, dann kannst du mich gerne daran erinnern. Dann streik bei dir. Ja. Sprich am 29. Okay. Genau, weil dann habe ich bestimmt wieder das Datum vermehrt. Das war glaube ich gar nicht bei ETS, das war bei... Doch, ETSO. Hm? Bei ETS auch. Also mir war es aufgefallen bei The Last of Us Folge 36. Na genau, da habe ich es vermehrt auf dem 31. gesetzt. Und das ETS-Video, was man Starling gemacht hatte, genau dasselbe, war auch auf dem 31. komischerweise gesetzt.
den 30.07. Warum, weshalb, deswegen, habe ich keine Ahnung. Ich auch nicht. Naja, das Storming in der Nette ist halt so nett gewesen, hat mich noch daran erinnert, beziehungsweise dann mal nachgefragt und da ist es mir zum Glück aufgefallen. Ich habe mich nur, wie gesagt, am Dach schon gewundert, warum irgendwie ETS nicht erschienen. Ich habe schon jedes Mal gedacht, wir haben Grund Mittwoch. Nö, ja, ich hab ja bei daraus, da weißt du ja nicht. Na genau. Weil es kann ja nicht sein, dass die letzte Folge Folge 34 ist und dann Folge 36 kommt. Wo ist Folge 35? Vor allem, ich guck den Anfang an. Und dann ist mir gleich aufgefallen, dass es nicht die Stelle war, wo du aufgehört hast in Folge 34. Also muss da was fehlen. Das stimmt. Aber wie gesagt, The Last of Us ist wirklich ein hervorragendes Spiel. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Spiel zu spielen. Und ja, du hast auch sehr viel Erweiterung drin. Das ist aber nicht das, was ich mir dachte. Also ich hab's mal angetestet. Das ist nicht die Erweiterung, die ich mir dachte. Das ist das, wo du mit Ellie spielst, mit ihrer Freundin. Ne? Genau. Aber das kommt vielleicht irgendwann später mal noch. Also man ist nicht so viel davon voran. Das kommt irgendwann später mal noch und schauen wir mal. Auf alle Fälle, das hab ich gesagt. Hab ich, außer auf alle Fälle weiß ich eins. Es soll mal noch einen zweiten Teil geben. Das weiß ich jetzt nicht genau. No, also ich habe mal einen Kollegen gefragt, der hat gesagt, gibt es noch einen zweiten Teil? Ich meine, der Schluss war ja auch schon so angehaucht zum zweiten Teil. Ne? Also es ist ja noch nicht, die Menschheit noch nicht ausgerottet und es ist ja noch nicht, die Menschheit noch nicht gerettet. Genauso ist das. Also in dem... Na toll, hat nur noch rot. Also ist in der Hinsicht ja auch nicht gesagt, dass es da schon vorbei ist. Ne? Ich hatte ja zum Er hatte ja, wie gesagt, zum Schluss auch angelogen. Ja. Das weiß ich. Aber das hat auch aus dummen Grund gemacht. Das stimmt. Also ich muss sagen, es ist ein guter Grund, den kann ich verstehen. Hätte ich bestimmt auch anders gemacht. Und aber wie gesagt, das Spiel kann eben ganz schön nahe gehen, wenn man so drüber nachdenkt. Ist schon was ist das Hammer, denn hier? Boah, ich glaube, ich spinne. Immer noch rot. Das ist grün. Ja, wie gesagt, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch zu sterben. Das war eben Schlüsselfehler und so, aber ist egal, es gehört immer dazu. Sonst ist es eben kein Blindspiel und generell kein. Ja, ich finde es sehr gut, dass du die Tote nicht rausgeschnitten hast. Das gehört halt mit dazu, weißt du? Und wenn du da halt in den 30 Minuten die ganze Zeit nur stirbst, gehört einfach dazu. Das stimmt. Nee, ja, wie gesagt, mir gibt es eben ungeschnitten. Außer bei Minecraft, da habe ich Anfangszeiten auch sehr viel geschnitten. Also zumindest so angehalten. Was steht da hier rum oder was? Oder? Ja, der steht da rum, der ist nicht rausgefahren. Ich musste eben ganz schön rangieren, um da reinzukommen. Gibt's ja nicht immer. Alter. Kurz vor Level 13. Und ich habe immer noch. Uch. 97.000 an Schulden offen. Alter Schwede. So, wollen wir uns irgendwie hier hinten hinstellen? Weil hier gibt's ja keine richtige. Ach komm, schwärmen wir uns hier runter. Gut. Hab mal den Chef hier gefragt von dem Funkgelände. Hat gesagt, da können sie hinterstellen. Und Rast machen, weil da die Parkplätze immer so verwirrt sind. Ja, eben genau die. Ne? Wenn sie überfällt. So. So,
Handbremse rein, Motor aus, Lenkrad noch ein bisschen gerade, Motor aus, Licht aus. Neutralen Gang rein. Hab ich schon, alles schon passiert. So, gute Nacht. Ab in die Kabine. Sozusagen, ich komme noch nicht hinter. Der LKW ist gerade ein bisschen voll. Ne? Ich habe zu viele Klamotten mit. Was so viel? Naja, ich muss mich unbedingt bei Nacht umziehen. Wenn bei dem Wetter so schwitzt, ne? Also dann muss ich ab und zu mal umziehen. Ne? Gut, nichtsdestotrotz. Hat mir sehr viel Spaß gemacht wieder. Also es war sehr interessant, schöne Fahrt gewesen, gute Fahrt gewesen. Wieder mal gelernt, dass man das Handy nicht in der Hand haben soll, auch im LKW fahren nicht. Ja, ich grüße alle und ich sag schon mal ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, euer Lady Batman. Jo, und ich grüße natürlich die Community, die Fans, die Spontanzuschauer und natürlich unsere Liebsten, sprich unsere Frauen. In dem Sinne sage ich dann auch ciao, euer Starwing. Ja, ja, wir dürfen nicht vergessen, den Pascal noch zu grüßen. Ja, so viele schon grüßt sind. Genau, Pascal, ganz herzlich, ein Oberhändler. Und doch ein Rest der Menschheit. Oh, ist auch viel, du. Alles klar.